Ja, hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Together, die Reise ins All. Ja, wir sind jetzt, also ich bin jetzt wieder dran. Ich habe Webteil jetzt nicht gefragt, weil der Junge auch ständig nicht erreichbar ist. Deswegen, ja, das erste Mal war der Schwester hier stehen geblieben. Ich bin, Förde ist übrigens auch immer noch zu Besuch und sitzt neben mir. Und der wird vielleicht auch ein paar Kommentare ablassen. Also nicht wundern. Und naja, jedenfalls war mir das letzte Mal stehen geblieben bei den Fröschen. Wir dürfen das wahrscheinlich hier rein oder ein weiteres. Ja, danke. Okay. Ich nehme es wieder eine Stunde lang auf und naja, mal gucken. Quark! Diener des Wohles der Königsfamilie dürfen unseren Tümpel immer betreten. Okay, was sagst du? Ich bin schon oft im Dschungel gewesen, aber so etwas Komisches wie euch habe ich bisher noch nie gesehen. Ja, wenn du meinst. Vor allem die ganze Zeit der Nebel hier in der Luft hängen. Naja. Ihr dürft euch in unseren Tümpel frei bewegen. Sucht ihr vielleicht etwas Bestimmtes? Benötige Unterkunft! Nehmt den Steg, der auf die östliche Plattform führt. Da findet ihr eine Hütte, wo ihr übernachten könnt, Fremdlinge. Suche Laden! Ich verstehe nicht, Fremde. Ich sucht was? Ja, das, Zirkus einfach eine Einrichtung, die arbeitsteilig produzierte Wertgegenstände nach der Maßgabe von Angebot und Nachfrage auf Basis allgemein akzeptierte Rechnungsgrößen anbietet. Oh Mann, was soll das heißen? Wir haben Fisch. Oh je, die Ärmsten haben nur keine spezialisierte Wirtschaft erfunden. Das Streben nach des Geldes ganz fehlt diesen Wegen hier noch ganz. Empfehle mich! Wir haben also keine Läden, okay. Kann ja auch, Marschmusik trommeln! Hinterwäldler! Okay, was sagst du? Nix. Halt! Die Hütte der Krieger darf nur von denen betreten werden, die die große Prüfung abgelegt haben. Okay, dann halt nicht. Schade, schade. Reicht dich auch. Schade, ich kann dich nicht blocken. Wenn man das Fleisch... Ach, das ist eine Frau. Wenn man das Fleisch klopft, wird es zart, mürbe und schmilzt auf der Zunge. Fisch. 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 Ja. Fisch, ganz viel Fisch. Ein Dreizack. Hallo, wo ist Neptun? Oder... Keine Ahnung, wie der heißt, der Gott. Ein Schal mit kleinen verdreckten Muscheln. Om nom 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 nom. Dreckige Muscheln, lecker. Falls ihr euch für Muschelabfälle interessiert, kommt ruhig häufiger vorbei. Ich habe davon jede Menge. Kann ich hier, wo kann ich jetzt hier? Du findest Gegengift. Ah, okay. Ich fische kann ich. Was nicht ist. Was? Wir schlafen im Wasser. Was ist mein Ka? Spiel. Ist klar. Du meinst. Na, das war nur wohl feuchte Träume. Bam, dusch. Oh Mann. Schlechter Wort ist schlecht. Oh Mann. Hallo. Ich habe schon von euch gehört. Einige sagen, ihr wärt vom Himmel gefallen. Aber es kann nicht sein. Ich sehe ganz anders aus als die anderen. Welche anderen? Weit, weit entfernt soll sich ein Turm aus ganz blankem, kaltem Holz in den Himmel recken. Dort leben viele arme Gewesen, von denen der gesamte Dschungel angstvoll raunt. Ah, das sind wohl die Tentakler. Man sagt, sie seien von Himmel gekommen, den sie in großen Gefäßen bereisen. Mhm. Ich habe nur keinen mit eigenen Augen gesehen. Sie sollen jedenfalls des Revieres der Schlangen hausen. Was erzählt man denn so von uns? Ach, das ist meist Geschwätz. Ihr habt zwar weder Warzen noch Schimmel heute, aber so hässlich, wie alle sagen, seid ihr denn doch nicht. Das ist wohl die hiesige Art, einer Dame Komplimente zu machen. Empfehle mich! Okay, so irgendwas Bestimmtes. Dieser ständige Aufenthalt im Wasser. Ich habe schon wieder dieses Reißen in den Gliedern. Wenn ich doch nur etwas Löwenzahn hätte. Löwenzahn wirklich vergeben? Ja. Warum nicht? Danke, damit lasse ich mich gleich beim Schamanen behandeln.
Du erhältst 50 Erfahrung. Oh yeah, danke, geht doch. Ich wollte schon sagen, krieg ich jetzt irgendwas dafür? Ich bin wahrscheinlich zum Häuptling oder so, ich weiß noch nicht. Okay, mal noch nicht dahin. Oh, was ist denn das? Ich schütze den Leich mit meinem Leben. Ach so, das ist dann hier sowas wie die Kinderstube oder so. Geh aus den Weg. Ja, komm, ich schieb dich an, dann bist du vielleicht nicht so schnell. So. Gestartet von Marquetz. Psst, erschreck mir meine Quapplinge nicht. Quapplinge! Ich bin die Hüterin unseres Leiches. Vor kurzem sind die Quapplinge geschlüpft und nun unterweise ich sie in den wichtigsten Lektionen. Lektionen? Was lernen die Kleinen denn? Gebt acht, Fremde. Quapplinge, nehmt Aufstellung. Tanzt den Quapplingstanz, meine Kleinen. Es müsste hier das Eilied aus Tabaluga spielen. Wie heißt das? Ich komme nicht mehr drauf. Wo es auch Kaulquappenschule gab. Oh Gott, Ariel! Hör auf, kein Ariel! Oh Gott. Warum muss es Ariel hier spielen? Guck dir mal meine Quapplinge. Dauer dich. Etwas sind dabei, also guck dir meine Grenadier. Oh Mann, ey. Ey, aus dem Weg. Da ist schon ein Fisch im Wasser. Ach, sind ganz viele Fische. Fisch. Was? Fischers Fritsch. Fischer. Ich lese mich jetzt schon. Fischers Fritsch. Fischers Fritz, Fisch, frische Fische. Frische, frische Fisch, Fischers Fritz. Ich kann das nicht so schnell. Oh mein Gott. Fisch. Okay, das war's. Nur Fisch. Fischiger Fisch ist fischig und so. Ja, hallo. Die Tümpeldämpfe sind heute wieder besonders schlimm. So trocknet der Fisch ja nie. Und zu einem Überfluss ist mir noch ein Beutel Klammern in den Tümpel gefallen. Schlimmer noch, er ist spurlos verschwunden. Komisch, was? Ah, okay. Müssen wir den dann suchen oder wie? Was ist denn hier? Ah. Was? Schieberätsel? Oder was? Aha. Ich dachte, das ist eigentlich so intelligent klug. Ich hasse Schieberätsel, ich kann das nicht. Wie soll das allgemein gehen? Kann ich da ins Wasser springen oder was? Nee, ich muss da irgendwie... Wie soll das funktionieren? Hast du eine Ahnung? Nee, hat auch keine Ahnung. Ja, ich kann ja gar nichts mehr verschieben, denn... ja, wow. Ich habe keine Ahnung, Leute, wie soll das funktionieren? Das wurde doch getestet, oder? Das kann man sich doch nur verbauen. Ich verstehe es gerade nicht. Oder so hier oder was? Aha! Ah, okay, ja. Okay. Das glaube ich, hast du mir schon wieder verbaut. Ich weiß, aber glaube ich ein besserer Schrei. Also. Keine Ahnung. Ich habe es damit gestört, aber wir haben endlich durchgeschietet. Ich habe
wirklich keine Ahnung, wie ich da jetzt rankommen soll. So, dann. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich hab's, okay. Du findest eine Pfeife und Pfeifenkraut. Wozu brauche ich die Pfeife? Pfeifenkraut, wo ist denn die Pfeife? Wo ist denn die Pfeife? Bunzer, wenn wir die 7 Balsamöl, Riechwasser gegen Badekurve, Unterwasser, Hand, Pistole, schwerer Schild, Lederpanzer, Zylinder, Musterfiebe, Pfeifenkraut, hier haben wir Pfeifenkraut, Löwenkraut, Löwenzahn, eine Raune, Lotusblüte, Grashalm, Bumschlinge, Maurübe, Kostüm, Weiße Gummert, Büßen, Ausrüstung, Fotografie, Proviant, Wurfsteine, Kneifrau, Stuckluftkanister. Wir haben keine Pfeife, bekommen. Das ist auch keine Ausrüstung. Das ist eigentlich etwas, was er, warte mal, ich muss mal kurz checken, ob man das überhaupt bekommt. Pause, so. So. Ups. Ah, es ist das alles wieder, steht das da alles wieder. Das ist natürlich, so. Da heißt es ein Tabakpfeife. Ich weiß nicht, warum wir die vorher nicht hatten. Und eigentlich, da bei dem, bei der Truhe, da kriegt man nur Pfeifenkraut, aber keine Pfeife. Oder steht Pfeife und Pfeifenkraut. Ja, irgendwie ein bisschen scheiße gebaut. So, mit Rauchkraut bessert sie Laune und Energie. Ja, das wir haben ja hier Pfeifenkraut, das heilt ein bisschen. Ich glaube nicht allzu viel. Aber man kann sich das ja mal aufheben, von daher. Entschuldigung, jetzt aufstoßen. So. Ihr verspeisen die wilden wohl unliebsame Gäste. Rede nicht seinen Unsinn, Liebling. Hier wird niemand gekocht. Dann stimme ich zu. Der Topf ist dafür viel zu klein. Ja, würde wahrscheinlich das noch reinpassen. Naja, okay, mal ganz schön viele Dämpfe hier. Neue Dschungelgeister, wissen wie ihr sind mir bisher noch nie, mein Freund, jetzt lässt er hier wieder Sachen fallen. Findest du es oder was? So. Wissen wir sind das. Hab ich aber schon. Was seid ihr? Geschatten von Magpitz, erlaubt mir die Frage, was er hier treibt. Ich halte die Verbindung mit der Welt der Geister. Ich werfe mal einen Blick in den Abgrund der Zeit. Ich weiß von kommenden Dingen. Ja Gott, das haben die dieselbe Stimme. Naja. Sie behaupten, in die Zukunft sehen zu können, mein Herr. Ist ein Land! Nach was? Außerdem traue ich so manch nützliches Tränklein für den Stamm. Verlange Zukunftsblick. So? Du und deine Gefährten seid ungewöhnlich. Ungewöhnlich genug, um mich zu interessieren. Also gut, ihr habt meine Neugier geweckt. Dann lasst sehen, was die Geister preiszugeben bereit sind. Kommt, da entlang. Still nun. Okay, er macht einen Zombie nach. Murmel, murmel, stehen. Der Winde, ihr Nebel, ihr Lüfte, herbei. Erfüllt euren Pakt, seid mit Eifer dabei. Befreche ganz üble Scharlatanerie. In einer Zeit, in der selbst Tote wieder auferstehen, ist mir all mit, ist mit allem zu rechnen, mein Herr. Umfangt mich, Geister, tragt mich hinfort, hin zum zeitentrückenden Ort, wo sonst nur dunkle Winde wehen, lass mich das Verborgene sehen. Okay. Was geht jetzt ab? Du musst nicht schon wieder einen Zombie nachhaben, mein Freund. Wie mein! Wer spricht da jetzt? Die Stimme aus dem Off. Ihr müsst die Dunkelheit durchqueren, die euch von eurer Heimat trennt. Doch schlanke Glieder, die verheeren mit Glut, die lodern schaurig brennt. Zwei Wege winken in der Ferne, das Übel abzutun vielleicht. Und der, der weht, der lerne, verzichtet, wiegt niemals leicht.
Nee,